Und damit hallo und recht herzlich willkommen zurück. Ja, zu Death Stranding. Wie wir erfahren haben, müssen wir jetzt den ganzen weiten Weg buckeln, schnuggeln und weiß ich nicht alles. Also einfach den Raum verlassen. Erstmal. Unsere erste Amtshandlung. Ein BB-Kandidat? Entweder das oder ein Opfer. Ein Fundament. Eine Brücke. Episode 10. Die Hardman. Na, prima. Und es pisst. Begib dich nach Lake Nord City. Na, prima. Wartet mal, dann mache ich auf jeden Fall mal meinen komischen Timer. Sonst, ja. Ihr wisst es ja. Bei den anderen konnte ich jetzt sowieso nicht immer cutten. Durch die Filmsequenzen, da war das etwas schwierig. Aber hier denke ich, geht das. So. Entschuldigung. Hab alles. Sam, Hartman hier. Die chirale Dichte in Regionen, die anfällig für Strandungen sind, ist dramatisch gestiegen. Das liegt ganz sicher am Strand. Das könnte unberechenbare Auswirkungen auf die GDs haben, die es in unsere Welt zieht. Warum wird dann Ausrufezeichen angezeigt? Gemeinschaftskasten, es gibt irgendwas für mich. Sam, wir haben Fracht erhalten, die du einem anderen Boten anvertraut oder verloren hast. Du kannst sie dir aus dem Gemeinschaftskasten holen. Ach, das ist ja nett. Das mache ich jetzt aber nicht. Ich brauche eine Fracht. Geschwindigkeitsskelett. Doch nur das Geschwindigkeitsskelett. 1. Aber besser als das Kraftskelett. Eigentlich könnte ich das Geschwindigkeitsskelett gut gebrauchen. Und dann würde ich das einfach anziehen. Ja. Und was habe ich vergessen? Mein ganzes Zeug habe ich natürlich vergessen. Huch. Ja, Traum. Och, manchmal. Ja, ausrüsten bitte bestätigen. Danke. Waffenausrüstung. Waffenausrüstung haben wir hier leider nicht. Kann ich denn auf den anderen einfach zugreifen? Wartet mal ganz kurz. Ich. Ja, Baby, ich weiß, du freust dich da, wenn ich das mache. Weil das musste hier sein. Material nehmen. Ne, Material nehmen wollte ich nicht. Ich wollte Ausrüstung herstellen. Privater Spind. Werkzeughalterung. Den können wir im Vorrat verstauen. Und ansonsten ist hier nichts mehr. Ich kann aber herstellen. Einen davon. Behälter Reparaturspray brauche ich nicht. Uhr habe ich glaube ich noch an. Ich nehme auf jeden Fall Sturmgewehr mit. Stufe 3. Da haben wir noch den.
der ja noch Kraftskelett, Kraftskelett, Geländeskelett. Ich sehe auch gerade, ich habe das Geschwindigkeitsskelett noch gar nicht. Irgendwie, das muss ich auch noch freischalten. Krafthandschuhe. Wärmepad kann man auf jeden Fall mal mitnehmen. Und dann nehme ich auf jeden Fall doch mal zwei mit. Wo sind denn meine? Hier. Blutgranaten habe ich gesucht. Eins. Nehmen wir zwei, drei. Drei mit. Jo. Dann passt das. Alles auf den Rücken verladen, bitte. Automatisch machen. Zack. Und dann verschwindet das auch alles wieder. Ja, und dann können wir wohl mal losziehen. Und die Geschwindigkeitsding ist echt super, weil das unglaublich schnell ist. Ja, dann laufen wir mal los. Den ganzen Weg bis Lake Nord. Glaube ich, ein ganz schönes Stückchen. Ja, laufen. Okay. Wir sollen ja zurück nach Lake Nord. Springen kann ich nicht. Das heißt, wir müssen den ganzen Weg laufen. Grün. Oh, cool, dass wir hier so weit springen können. Das finde ich ja geil. Oh, mehr habe ich nicht. Oh, nö. Da hat jemand Mist gebaut. Man kommt an den da drüben gar nicht ran, leider. Ach, das ist gar keiner. Ah, okay. Dann konnte ich das verstehen. Oh, au. Ja, ja, alles gut. Wir haben es einfacher, wenn wir hier rüber gehen. Ich hätte mir die blöden Klippendinger auch noch mitnehmen sollen, glaube ich. Mein Geschwindigkeitsteil hält auf jeden Fall nicht mehr lange.
Läuft! Was habe ich da verloren? Mein Sturmgewehr. Nein, was machst du denn? Lauf jetzt da hoch! Was ist denn mit dir? Brauch mein Sturmgewehr wieder. Das Geschwindigkeitsskelett ist ja richtig cool. Muss ich ja schon mal zugeben, aber. Echt jetzt? Wir kommen hier nicht hoch. Würde mich jetzt auch hier wundern, wenn das nicht geklappt hätte. Kommt eigentlich überall hoch. Coole Sache, dass das Schild steht mit der Ausdauer. Oh, halt dich fest. Okay, wir sind danach drüber und dann sind wir, glaube ich, auch so weit drüber. So, jetzt ist das Ding aus. Ich hoffe, wir kommen ja auch wieder runter. Ja, sieht gut aus. So, dann sind wir hier drüber. Dann können wir da hinten lang. Sam, hörst du mich? Ich habe zu Clifford Unger recherchiert und möchte mit dir über ihn reden. Du weißt ja, er war bei den US Special Forces. Und sein Ausscheiden fiel grob mit dem gestrandeten Tod zusammen. Nach seinem Ausscheiden aus dem Dienst war er irgendwie in die frühen BB-Experimente involviert. Er starb jedoch, bevor sie endeten. Auch wenn die Umstände seines Todes nicht ganz klar sind, wächst in mir der Verdacht, dass seine Schlachtfelder zum Teil von seinen andauernden emotionalen Bindungen erhalten werden. Wut, Verbitterung, Reue. Ich bin mir ziemlich sicher, es hat mit den BB-Experimenten zu tun. Das scheint angesichts seiner Versuche, Lou zu stehlen, klar zu sein. Cliff scheint von dem Zwang getrieben zu sein, unser BB zurückzuerobern. Als ob ihn das retten würde. Dieser Zwang muss so stark sein, dass er sich nicht nur aus den Tiefen der Hölle befreien, sondern auch einen Teil dieser Hölle mitbringen konnte. Eines ist sicher, er ist kein GD. Wir müssen erfahren, was es mit seinem Tod und seiner Verbindung zu den BB-Experimenten auf sich hat. Ich suche weiter und halte dich auf dem Laufenden. Ah, okay. Sehr interessant.
Also er ist kein GD. Ich hätte gedacht, er ist ein GD. Nee, Bibi, beruhigen. Ja, war ein bisschen dolle, ich weiß. Ja. So. Bibi ist beruhigt. Läuft. Sprünge zu hoch sind, dann ja. Huch. Ideegebiet. Oh, hier. Alter. Extra für uns hingestellt. Ja, was läuft denn? So, Moment. Ja, wir müssen da hinten lang. Ja, da sind wir ja schon ein ganz schönes Stückchen gekommen. Dem Teil ist das schon cool. Thank you.
Da, dann ist der Akku auch wieder voll. Akku voll, alles schick. Oh Mist, alles voller Kacksteine hier. Mega! Hier wird es richtig kacke gleich. Hallo. Das war mein Wecker. 20 Minuten sind wieder oben. Wird immer schlimmer mit diesem Kackstein hier. Abgesoffen. Mist. Motorrad weg. Na, ein Traum. Naja, hier könnte ich eh kaum noch fahren mit dem Ding. Egal. Guck mal, da ist auch schon die Straße. Aber hier kommt man irgendwie kaum runter. Ich glaube, aber hier müsste es runtergehen. Ja. Genau, hier war das, wo es runtergeht. Und dann kommen wir nämlich auch auf eine Straße. Und der können wir dann einfach noch folgen. Dann ist es gar nicht mehr so weit. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis gleich. Tschüss.